254 Neukunden Eigenumsatz im Telekommunikationsbereich per Kaltakquise. Heute im Interview Roche van Lörbrugs. Guten Tag. So, Roche van grüßt dich erstmal in Berlin. Herzlich willkommen. Hallo Fabian, grüß dich. So, du hast jetzt 254 Neukunden, also einzelne Menschen mit Telekommunikation in einem einzigen Monat geschrieben. Richtig. Wie viele Verträge waren das insgesamt? Weil teilweise werden ja auch mal 2 oder 3 Verträge pro Kunde abgeschlossen in dem Bereich. Also ich habe es nicht ganz genau nachgezählt. Mhm. Es müssten aber... Also nur einzelne Verträge müssten es locker über 300 sein. Okay, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön. Was verdienst du damit im Monat? Da bleibt schon ein bisschen was hängen auf jeden Fall. Also die 2 steht auf jeden Fall vorne. Also über 20.000 Euro im Monat. Sehr, sehr geil. Du machst ja schon eine Weile Door-to-Door. Das bedeutet, du bist ja seit insgesamt über 2 Jahren im Geschäft. Man könnte jetzt annehmen, wenn man 2 Jahre Door-to-Door macht, dann weiß man ja bereits alles. Wir sind jetzt wie lange im Coaching zusammen? Dritter Monat jetzt. Dritter Monat. Was hast du denn vorher immer monatlich circa an Neukunden geschrieben? Also ich war immer so zwischen 120, 150, habe ich schon so in dem Bereich. Mhm. Es war halt immer, also durch den Hunger natürlich, was du ja auch sagst, was immer ganz wichtig ist, durch den Hunger und durch die Erfahrung, was ich mir selbst auch vieles beigebracht. Ich muss auch sagen, vieles war intuitiv auch, wie du es schulst. Mhm. Nicht alles natürlich, ne? Mhm. Und dann waren es wirklich diese kleinen Stellschrauben, so diese kleinen anderen Einwandsbehandlungen, diese eine den Druck rausnehmen zum Beispiel auch und diese Stellschrauben-Tonskala, ne? Will ich jetzt nicht zu viel verraten, ja. Ne? Aber das hat dann wirklich den Unterschied gemacht, sodass ich jetzt seit 3 Monaten konstant über 200, na gut, im Januar waren es jetzt 198, aber immer diese Zahlen geschafft habe. Ja. Absolut, also im Endeffekt sind es oft nur Stellschrauben, die letztendlich gedreht werden müssen. Gut, teilweise ist die Revolution notwendig, wenn man selber nur 40, 50 Verträge schreibt im Monat, was bei über 95% am Markt tatsächlich der Fall ist. Ja. Du warst aber bereits bei über 100. Ja. So, was für Stellschrauben waren es? An welchen Bereichen? War es jetzt der Pitch, dass da was verändert werden musste? Waren es die Psychologie in der Einwandbehandlung? War es das Kundengespräch, was verkürzt werden musste? Was waren es für Punkte? Also alles, was du auch genannt hast, ein Teil. Ne, also, also überall ein bisschen. Genau. Du hast ja auch viel Content so auf YouTube gehabt. Ja? Den habe ich mir auch gut reingezogen, sage ich. Seit ich Door-to-Door angefangen hatte tatsächlich, hatte ich dich auch auf dem Schirm. Ich glaube, da haben wir gerade angefangen, Videos zu machen. Genau, seitdem wirklich habe ich dich auf dem Schirm. Also seit ich angefangen habe im ersten... Hast du nicht mal was kommentiert bei YouTube da? Ja, habe ich auch gemacht. Nur Hate, ich hab, nein. Ich habe geschrieben, weißt du, was ich geschrieben habe? Ich habe geschrieben, der Verkäufer, der den Verkäufern was verkauft. Das kann sein. Ja, doch, ich erinnere mich. Das ist ja kein Hate, Alter. Ich erinnere mich an das Kommentar. Echt? Ja, doch. Doch, das habe ich einmal geschrieben, ja. Ist lange her. Ja, vor ungefähr 2 Jahren haben wir bei YouTube genau, Videos angefangen. Genau, da habe ich wirklich, da hast du auch wirklich nur so ein paar Videos drin. Und das hat mir schon... weitergeholfen sogar. Also nur die YouTube-Videos. Und dann natürlich auch, muss ich auch ganz klar Props geben an meine Firma, wo ich angefangen habe. Dort habe ich auch vieles gelernt. Auch dort vom Chef und von anderen Leuten, die ich wirklich auch als Mentoren gesehen habe und wo ich das Level aber auch erreicht habe. Wo ich, da sind wir wieder bei diesem Thema Umfeld. So, ich habe dort dann alles erreicht und später war es einfach so, dass ich auch ein bisschen demotivierter war. So, ne? Und jetzt, seit Oktober, habe ich mich selbstständig gemacht und das Coaching halt angefangen und nochmal einen ganz anderen Drive bekommen. Und also es waren wirklich an all den Sachen, wie gesagt, der Pitch, diese Feinschrauben, die Einwandsbehandlung, die Feinschrauben, die Tonskala, das Mindset, ja, auch auf jeden Fall, also mein Mindset war vorher schon, ich hatte vorher schon Hunger. Ne? Und, jetzt interessiert mich mal, wenn du uns seit 2 Jahren verfolgt hast. Jetzt kommt. So, offensichtlich warst du ja vorher ganz gut unterwegs, ja. Aber noch nicht ansatzweise so wie jetzt. Mhm.
Das bedeutet, grundsätzlich hätte es ja Sinn gemacht, dass du dich früher meldest bei uns. Vollkommen richtig. Einfach nur mal eine reine Interessensfrage, weil es gibt ja auch Leute, die sich solche Videos hier angucken. Ja. Ja? Die können sich ja auch gerne bei dir melden, wenn sie letztendlich selbstständig im Telekommunikationsbereich starten wollen. Genauso können sie sich bei uns melden, wenn sie richtig krass werden wollen an der Haustür. Aber meine Frage, warum wartet man so lange? Skepsis. Skepsis. Ganz klar, offen und ehrlich gesagt. Am Anfang ist man skeptisch. Mhm. Ne? Nur ich habe dann halt wirklich gemerkt, und es ist wirklich True Story jetzt, Ich habe gemerkt, dass ich habe es dann halt ein Jahr gemacht und bin halt nie über diese 200 gekommen. Es hat einfach nicht, ich habe es immer nicht geschafft. Und ich, ist kein Witz, es hört jetzt so unglaubwürdig an, aber ich habe wirklich drüber nachgedacht, soll ich dieses Coaching machen? Und da hast du mir auf Instagram geschrieben. Wirklich? Ich schwör's dir auf alles. Kannst gucken in unseren Chat? Ja, ich habe dir geschrieben. Du hast meine Stories geguckt und dann habe ich dir geschrieben, hi Rochefort. Ja, und dann habe ich, dann hast du mir wirklich geschrieben, ist kein Witz, ich habe an diesem, und an dem Tag hatte ich auch entschieden, dass ich meine alte Arbeit sozusagen, dass ich nicht mehr dort angestellt sein möchte und dass ich was Eigenes starten möchte. Das habe ich wirklich an diesem Tag entschieden, weil es war so, weiß nicht, war so ein richtiger komischer Tag. Ich hatte einen Kunden drin und hatte so, ich dachte, oh, jetzt wieder zum Miet, so, egal. Ne? Ja. Und dann hast du mir wirklich, ist kein Witz, und dann hast du mir wirklich geschrieben. Witzig. Das ist so echt komisch, ja. Ja, man könnte es Schicksal nennen oder gute Akquise unsererseits. Ja. Auf jeden Fall. Also es ist wirklich kein Witz. Es war genau an dem Tag, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, hast du mir geschrieben. Sehr geile Sache, ja, auf jeden Fall. Wirklich wahr. Was würdest du denn sagen, sind so die Probleme eines typischen Door-to-Door-Verkäufers, wo der dran arbeiten muss? Du hast ja jetzt auch schon, du kommst ja ursprünglich aus Kiel auch, ne? Mhm. Hast ja schon in mehrere Unternehmen letztendlich auch reingeschnuppert in deiner Door-to-Door-Zeit, die du jetzt letztendlich einfach hattest. Was würdest du denn sagen nach den gesamten Gestalten, die du kennengelernt hast, was so die Probleme der meisten Door-to-Door-Verkäufer sind, woran sie arbeiten müssen? Einstellung. 100% Einstellung, weil du kannst alleine durch den Hunger, wenn du jetzt nicht der Pitch und dieses ganze Skillset ist alles gut und das kannst du, ich kann dir den besten Pitch geben, die beste Einwandsbehandlungen, das beste Gebiet, ne? Ja. Ne? So, wo es voll easy ist, sag ich mal, ne? Ja, ja. Gibt es ja nicht, aber ne? Und wenn du eine Work Ethic hast, wenn du nicht den Hunger hast und nicht Gas gibst und hartnäckig bist beim Kunden, dann wirst du einfach nicht auf hohe Zahlen kommen. Also um hohe Zahlen zu schreiben, also wenn ihr euch mal so einen Monat nimmt, empfehle ich jeden, so einen Power-Monat zu machen, müsst ihr von morgens bis abends, Montag bis Samstag an die Tür. Und das ist auch eine Sache, die auch vom Coaching kann ich ja erzählen so. Das wird auch, Fabian sagt das auch, macht das Ganze mal erst. Sieht das mal wie eine Ausbildung. Sagt mal, ne? Ihr könnt nicht gleich, ich habe jetzt so viel Vorerfahrung mit vorher 4 Jahre im Shop sozusagen verkauft und allgemein danach nochmal 1,5 Jahre Door-to-Door, bis ich dann auf so eine Zahlen gekommen. Also ich habe eigentlich eine 7-8-jährige Ausbildung hinter mir. So, und Kunden habe bestimmt in meinem Leben über, keine Ahnung, wie viele Kundengespräche gibt. Das, keine Ahnung, 10.000 Kundengespräche locker geführt. Ne? Und man braucht seine Zeit, nicht sich mit anderen vergleichen und Gas geben. Immer nicht auf die anderen gucken, einfach nur Tunnelblick. Darf man nicht vergessen, 100%, was du gerade sagst, war auch, wenn du reingekommen bist und sofort ging der Sprung von 120 auf über 200 letztendlich, war eine gewisse Groundbase schon vorhanden, auf die man raufkippen konnte. Auf jeden Fall. Du musstest nicht erst sprechen und laufen lernen, sondern du konntest sprechen und laufen. Richtig. Und hast letztendlich rennen gelernt, unterm Strich einfach. Ja. Aber gebe ich dir 100% recht, die meisten scheitern nur an ihrer Einstellung, nur an ihrem Mindset, nur an der Art und Weise, wie sie denken. Wenn man sich mal die meisten Kundengespräche anguckt in Gebieten, sind die negativ, also ich meine nicht Kundengespräche, sondern Kollegengespräche über die Kunden. Ja, nur am Meckern. Nur am Meckern. Es wird nur über die Kunden geredet, die nicht geklappt haben, statt über die zu reden, die geklappt haben. Es wird nur gejammert, wie das Wetter ist, wie das Gebiet ist, wie die Potenziale sind, wer schon alles da gewesen ist, und dann einfach die Situation, die man aktuell präsent hat, zu nutzen für sich tatsächlich und das Beste draus zu machen. Ja. Alles, also ich bin jetzt auch, ich habe jetzt gerade ein gutes Beispiel, ich habe einen Neuling. Ich bin gerade in einem Gebiet, wo 2 Glasfaseranbieter sind, 2 Stück wirklich. Und ich arbeite halt für ein großes Telekommunikationsunternehmen ne? Und ich bin da trotzdem durchgeballert, scheißegal. Ne? Kurz hier, was kann ich da machen? Ne? Ah, das und fertig, und dann wird da durchgeballert. Haben Sie schon Glasfaser? Ja, nein? Super, zack.
Einfach machen, du findest immer jemanden, egal was für ein Gebiet. Hast du die 254 Neukunden in der Regelvermarktung oder im Glasfaserbereich gemacht? Nee, Regelvermarktung. Das war wirklich komplett kalt, Regelvermarktung. Regelvermarktung, genau. Okay, stabil. Jetzt verdienst du über 20.000 Euro im Monat. Wenn man das aufs Jahr hochgerechnet, ist das eine Menge Cash. Ja. Das sind ca. 240.000 Euro. Was machst du denn mit dem ganzen Geld jetzt mit deiner Frau? Wir machen schönen Urlaub. Ja. Werden wir uns bald gönnen. Aber ich schraube jetzt meinen Lebensstandard nicht automatisch hoch. Mhm. Ich habe vorher auch einen guten Lebensstandard gehabt. So, mir geht's gut. Ich will wachsen. Ich will investieren. Mhm. Ich will nach vorne kommen. Klar gönnt man sich mal eine Kleinigkeit. Ne? Wie gesagt, ich war vorher auch nicht arm oder so. Ne? Aber ich denke, ich werde einfach. Ich habe immer 4.000, 5.000 Euro verdient und so bleibt's. So halte ich meinen Standard. Bis man dann das sind dann die nächsten Schritte. Sogar. Was sind deine nächsten Schritte? Meine nächsten Schritte sind auf jeden Fall Richtung Ausbilder. Ne? Also ich bilde jetzt schon aus, aber richtiger Teamleiter, eine eigene Agentur aufbauen, einen eigenen Vertriebskanal. Du bist schon Mentor, richtig? Nee, tatsächlich nur. Okay. Also bei Vodafone, kann ich ja sagen, ist ja alles gut, bin ich noch nicht Mentor. Ne? Weil ich bin ja bei Vodafone erst angefangen im Oktober. Okay. Dann muss ich mindestens 3 Monate, bis ich dann die Mentor. Das kommt jetzt aber. Die Qualifikationen müssen erfüllt sein. Genau. Ja, cool, alles klar. Gibt es noch einen Tipp, den du abschließend jemandem mitgeben würdest, der relativ frisch im Door-to-Door gestartet ist oder jemand, der schon lange dabei ist, aber noch nicht ansatzweise solche Zahlen geschrieben hat, noch nicht ansatzweise in der Lage war, 150, 200, 250 Kunden in einem Monat zu akquirieren und somit nicht das Leben führt, was er leben will? Welchen Tipp hast du? Also natürlich buch das Coaching bei Fabian. Das ist auf jeden Fall der richtige Tipp. Ne? Und 50 Euro gibt es später. Okay, super. Nein, es ist wirklich, also klar, muss man natürlich auch dazu bereit sein, ne, in sich zu investieren und guck nie auf andere, gib einfach Gas, sei fokussiert, versuch immer besser zu sein, als du letzten Tag gewesen bist, gib einfach Gas. Also du findest immer, es geht nicht mit null abzuschließen, also das geht einfach nicht. Du findest immer, wenn du 6 bis 8 Stunden klingelst, findest du immer mindestens eine Person. Mhm. Das zeigt einfach die Erfahrung. Top. Und dann noch eine Frage. Die Kombination in unserem Training ist ja eine Zusammensetzung aus Mindset, Skillset und Einstellungstraining, was holistisch ist und somit in der Lage ist, jeden, egal wo die Probleme gerade liegen, nach vorne zu bringen. Ja. Der Mindset-Part, die Mindset-Trainings, finden ja in erster Linie von Sabrina statt und die Vertriebstrainings mehr von mir. Mhm. Genauso ist ja auch Jan Hendrik involviert, stark im Telco-Bereich. Was war bei dir von diesen Aspekten, Mindset und Skillset, das, was sich am meisten nach vorne gebracht hat jetzt? Oder war es eine Kombination aus den unterschiedlichsten Trainings? Ich würde sagen Kombination. Mhm. Aber mehr die Skillset-Sachen. Okay. Bei mir, also kommen natürlich das Mindset sowieso. Mhm. Aber diese Skillset-Schrauben, die haben mir nochmal die Augen geöffnet und gesagt, ey, das sind diese kleinen Schrauben, die noch wirklich, gefehlt haben. Und am Mindset genauso. Also das ist, aber ich bin halt schon so ins Training rein. Und aber da sind auch nochmal Tricks dabei, wo du wirklich nochmal so eine andere Sicht drauf kriegst und deine Ziele besser fokussieren kannst. Mhm. Ne? Das ist auch eine Mischung aus beiden auf jeden Fall. Aber wo ich sagen kann, was auf jeden Fall vielleicht waren es, schwer zu sagen eigentlich, beides doch. Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich beides, ja. Okay, alles sagen. Klar. Ja, dann Roshan, vielen Dank fürs Interview. Wir sind gespannt auf deine weitere Entwicklung. Weiter geht's mit dem Führungskräftetraining. Und dann sind wir gespannt aufs nächste Interview, wenn du bei 1000 Neukunden-Teamumsatz im Monat bist. Kein Problem. Alright, danke dir. Super. Ich danke dir, Fabian.